Ich glaube, jetzt kommt schon die erste Szenario-Überschneidung für die beiden. Cool. Naja, wir können ja nicht 7 Stunden lang mit dem Ding auf den Fersen durch die Gegend rennen. Ja, ja, das ist richtig. Na, zumindest müssen wir bis nach China mit dem Viech. Leon haben wir erst in China getroffen, wo das Vieh dann drauf geht. Ja, aber der muss ja nicht immer an euren Fersen sein. Der kann ja einfach mal Pause machen. Sherry Birkin, nationale Sicherheit. Sherry Birkin, Sie waren in Raccoon City. Woher wissen Sie das? Claire. Moment, sind Sie Chris? Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt. Cap, dieser Mann gehört zu den Rebellen. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Was? Gar nichts. HQ und Alpha Team. Der Verstärkung ist es unmöglich zu landen aufgrund der starken Flak-Artillerie. Schalten Sie sie aus. Alpha Team, verstanden. Was zum? Großes Feindobjekt auf dem Radar geortet. Es kommt direkt auf Sie zu. Was für ein King Kong laden die da jetzt bitte ab? Ein kleines Schweinchen oder so. Steckt bestimmt was Schwein mit drin. Solange niemand drauf schießt, bin ich doch total sicher, wenn ich mich an sein Bein klammer, oder? Jetzt kommt er auch. Keine Angst, Leute. Ich bin Nahkämpfer. Ich kann fliegen. Was hat mich denn jetzt getroffen? Bringen Sie sich in Sicherheit! Keine Sorge, ich kann auf mich aufpassen! Aber Sie brauchen Hilfe! Okay. Söldner sahen meine Überlebenschancen besser aus. Ihr müsst ihren Typen beschützen, während er seine Sprengladungen anbringt. Um die Flakgeschütze auszuschalten. Wo hast du Mundbogen? Was ist bloß los? Ach, hier ist eine Sackgasse. Okay, kein Wunder. Das ist wirklich. Man kann nicht. Du hast gesagt, ich hab Mundgeruch. Ja, warum war das so was? Ich hab auch ist. Gefühle. Scheinbar nicht genügend. Hast du mich bemerkt, weil ich deinen Buckel angeschossen habe? Ich habe es fast geschafft! Sehr gut, dann mach schneller. Außerhalb des Radius ist der Ladung. Ja, wo ist die Ladung überhaupt? Da ist mein Geschütze. Soeben explodiert anscheinend. Okay, auf zum nächsten Ziel. Oh.
Du, von da oben aus konnte ich dir gerade nicht sonderlich gut helfen, wenn du ihn am Fuß kraulen willst. Du, ich glaub, der ist kitzlig und zuckt dann ein bisschen. Ich wollte eigentlich an ihm vorbeirennen, weil ich in der Sackgasse steckte. Lass mich mal so sagen, aus der Sackgasse bist du nicht rausgekommen. Nee, die war ein bisschen endgültig. Also der hat dir eine neue Sackgasse gebaut, so nach unten in den Boden rein. Also nicht mehr waagerecht, sondern senkrecht. Das nennt man ein Loch. Oh, oh. Okay, auf zum nächsten Ziel. Das ist ja auch da eingesetzt, wo sie das Geschütz gesprengt haben. Oh, wie schön. Hättet ihr nicht so schlau sein? Komm hier gerade nicht runter. Boah, irgendwie kommst du da runter. Musst du die richtige Ecke finden. Soll ich mal auf hier oben bleiben? Ne, das ist einer von uns, ja? Ja, wir haben doch so ein paar nette Menschen. Alles hier für... Ich komm hier echt nicht runter! Doch, musst du runterkommen. Guck mal deinem Raum. Da müsste irgendwo ein Loch oder sowas sein. Hi, Jake. Hi! Du kannst übrigens über die Stangen gehen. Ja, das kann ich wohl. Nein, so, du kannst hier raus. Dann spiel Stangenmännchen. Geh jetzt weiter mit dem Stangenmännchen. Also ich kann es gut sehen. Ich gehe bei dem Vieh aber bloß nicht in den Nahkampf rein. Das kann das Spiel vergessen. Ich müsste hier mal irgendwo irgendwie runter. Da zum Beispiel. Ich war irgendwann mal irgendwo oben. Ich helfe Ihnen! Ich helfe! Da habe ich auch schon mal gestanden, wo Fuchs gerade steht. Ah, jetzt bringt mir nur nichts. Bringe jetzt Sprengladung an! Ja, was machst du schon die ganze Zeit? Ja, aber zwischendurch hat er dir doch geholfen. Ich helfe Ihnen! Bringe jetzt Sprengladung an! Ich helfe Ihnen! Ja, Fuchs, guck mal ruhig da rum, Kai hat das MG. Yeah.
Haben wir ja zwei von. Yep. Gut, dass da gerade ein Kontrollpunkt war. Jack, warum schreist du? Ich kann dir doch egal sein. Nein, du bist eine 15 Millionen. Eben, irgendwer muss mich doch bezahlen. Eine weitere BOB nähert sich ihrer Position. Genau die hatten wir bei Herzen 2 verloren. Alpha, bereit machen zum das Feuer. Das Viech hattet ihr verloren? Ja, das übersieht man ja schon mal. Ja, okay. Das ist so klein und niedlich. Natürlich. Nur noch eins. Alle Mann in den unterirdischen Gang. Es gibt einen unterirdischen Gang? Ja, da ist Sherry gerade reingesprungen. Von wo aus? Von da, wo du gerade stehst. Ah, da. Und da geht's noch weiter runter. Ich weiß nicht, warum Sherry jetzt rausgerannt ist, wenn alle in den unterirdischen Gang sollen. Weil ich den nicht gesehen habe. Kraut drin. Hier, wenn du da durchkommst, kannst du durch ein Loch in der Wand gucken. Da ist ein Kraut drin. Im Raum. Aber ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Ich hab einen Fuß. Meiner, ja. Nein, ich glaube nicht, dass dein Fuß so groß ist. Der hat sich einmal so ein bisschen in den Gang reingestampft. Ach so. Ach, das, was er vorhin mit Fuchs probiert hat. Hm? War zu seinem Bedauern nicht genug Gang drunter. Ey. Ihr Mistkröten, wo auch immer ihr seid. Wenn ich nur lang genug rumlaufe, dann kommt jemand vorbei und tötet euch. Beste Strategie. Das gilt auch für dich, Fuchs. Ich weiß gerade nicht, wo mich wo abgeschossen hat. Naja, von einem roten Laser ausgehend, ein Typ mit einem Zielfernrohr. Ich wüsste, wo ich bin. Fuchs ist an den ersten Maschinengewehren, den du vorhin warst. Ihr müsst uns beschützen, damit wir die Sprengladung anbringen können. Wir beschützen euch am besten, indem wir Chaos auf der Straße veranstalten. Nicht? Genau, schieß durch den durch. Oh, er hat die Hand auf dem Gewehr. Renn dahin, zu dem Viech.
Da ist doch wohl der Scharfschütze. Ich muss mal gucken, wie ich wieder zu meinem wunderschönen MG hochkomme. Ja, irgendwo. Bringe jetzt Sprengladung an. Wie viele Scharfschütze haben wir jetzt schon geknallt? Zu wenig. Hast du schon mal drin? Ich glaube nicht. Ich helfe Ihnen. Aber hier geht's rauf, das kann ja im Grunde schon mal nicht schaden. Bringe jetzt Sprengladung an! Drei Viertel hat er. Hier sind wir, hier ist weiter der zweite. Ladungen angebracht! Alle sofort zurück! Ich bin im Tunnel. Ich auch. Ich weiß nur nicht in welchem und wo. Alle Flakgeschütze wurden zerstört. Gute Arbeit, Alpha. Ich meine, gut, wenn wir drauf gehen, kommen wir da ja wieder raus. Echo-Team kann nicht landen, bis die andere BOW erledigt ist. Wir versuchen sie aus der Luft zu treffen. Mal sehen, ob sie Schwachstellen hat. Hi! Auf freigelegter Seite ziehen! Feuer frei! Alpha, hier Echo, sehen Sie sich mal den Rücken genau an. Das Gerät da ist direkt mit den lebenswichtigen Organen verbunden. Ich weiß nicht wie, aber ziehen Sie es raus! Hab ich schon mal! Guck mal, eins haben sie erledigt. Da habe ich gut vorgearbeitet, das ist alles. Ja, ja, ganz genau. Da bleibt es. Sherry, darf ich in dem Spiel auch mitspielen? Ich habe keine Ahnung. Wo ist die zweite Dingens besiegen? Ja, ich weiß. Ach, hier bin ich. Also ich bin da, wo das zweite Dingens gerade hinkommt. Ja, ich bin hier beim Verkuss und habe keine Uni. Es gibt noch schon MGs. Ja, es ist, aber der zweite Stand MG ist kaputt. Wenn es nicht immer irgendwo Verzug ein drittes gibt. Ich glaube, das zweite ist kaputt. Du hast einen Elektroschocker. Eben, ich kann's nur boxen. Sherry stürzt sich jetzt todesmutig mit ihrem Elektroschocker auf den Riesen. Sherry, würg ihn! Wie gesagt, ich kann's nur boxen. Also gefallen tut ihm das anscheinend nicht. Dass man hier Munition habe. Ah.
So, der ist weg. Ich verlange kein Lob, aber ein Danke fände ich ganz nett. Danke. Ja, ich bin dann wohl hinüber. Ich bin hinter ihm. Genau, du hast noch eine Blendgranate. Guck, hast du zufällig noch grünes Kraut oder sowas? Eins habe ich noch. Schmeiß es dir mal rüber. Ja. Ist bei dir. Ich bin im Haus. Ich hab das alles soweit fertig. Wenigstens mal nach dem dritten Kontrollpunkt. Ja. Alle Flaggen sind gute Arbeit, Alpha. Aber es ist noch nicht vorbei. Ich kann nicht landen, bis die andere BOW erledigt ist. Wir versuchen sie aus der Luft zu bringen. Mal sehen, ob sie Schwachstellen hat. Wo ist denn die blöde Mitte? Da müsste es ja noch den. Das ist nicht die dumme Mitte. Ich weiß nicht wie, aber zieh den raus! Ah, na, hier, Dingens. Wie heißt noch? Jake. Ich vermute, es bewegt sich wieder. Ja. Da war Cherry schon stetig. Hi. So viel dazu, was für ein maskuliner Typ Chris ist, als ich jetzt gerade bei Fuchs auf dem Bildschirm geguckt habe, der hat gesagt, Leon wäre wieder da. Und warum hat das was mit Chris zu tun? Ich meinte natürlich Leon. Chris ist ein sehr maskuliner Typ. Punkte. Er hat hier seine Hand oben draufgelegt. Wo ist er? Ja, wo ist er? Wo ist er? Ab dem anderen Gebäude, da komme ich nicht hin. Ich sehe nicht, wo er ist. Ich glaube, du hast gerade rechts abbiegen müssen. Hier ist der andere. Ich glaube, das ist auch schon wieder gewesen. Ja. Du bist ein Freund. Ja, jetzt hat er hier den Arm. Ja, aber er hat ihn nicht abgeschützt. Der hat immer kurz drüber. Fuchs, ist er bei dir? Ja, er steht hier bei mir, aber ist nicht abgeschützt. Thank you.
Jetzt. Was ist jetzt der Ando? Ja, den ersten haben sie ja schon getötet. Ah! Sie haben so den Luftangriff gerade. Wenn ich jetzt noch Munition hätte, wäre nicht das, wäre das eine super Ausgangssituation. Ich glaube, sie haben ihn gerade gekillt. Du hast Munition. Ja. Ich habe, glaube ich, noch 3 Schuss. Ich habe jetzt 10. Die ich mir gerade ertreten. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Hey. Hey. Kennen wir uns? Ihr Soldaten seht für mich alle gleich aus, Kumpel. Tut mir leid. Willst du uns verarschen? Ist schon gut. Guten Flug. Kleiner Hitzkopf. Hey, Jake, der Provokator. Kennen wir uns? Nö. Nö, wir uns nicht. Ja, aber da ist noch etwas. Mr. Mueller verlangt eine Entschädigung für seine Kooperation. 50 Millionen Dollar. Schmeiß ihn aus dem Fenster. Okay. Ja. Ja, ich verstehe. Aber fall nicht wieder selber raus. Ich sage es ihm. Und? Sind wir im Geschäft? Ja. Wir sind im Geschäft. Das war einfach. Oh. Um 50 Millionen hat er dann herausgesucht. Der Typ, mit dem du vorhin so dicker warst. Sie meinen Chris? Ja, genau den. Was ist mit ihm? Vergiss es. Der hat erfolgreich Daddy umgebracht. Nicht? Vielleicht. Gut, Jake weiß nicht, wer sein Vater ist. Was war das? Genaues weiß man. Ich glaube, etwas Schlimmes. Oh ja, tatsächlich. Ja, du hast Munition gefunden. Das muss etwas Schlimmes sein. Viel schlimmer, ich habe ein Erste-Hilfe-Spray gefunden. Bekämpfen Sie Osterlack! Oh mein Gott! Was? Da ist er wieder! Ich gebe dich auf! Ich glaube, das ist euer Kumpel, den ihr gerade versucht zu erschießen. Oh. Und ihr schreit schön, ach, tut mir leid, ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Ich habe nur aus Versehen nach ihnen getreten und geschossen. Sie müssen das verstehen, ich bin vom Secret Service. Nope. Hab ich jetzt echt erwischt? Ich hoffe, du hast keinen Fallschirm. Oh, hi! Au! Hilf mir, verdammt! Ach
Ach, weißt du was, ich helfe mir selbst. Ich finde das so süß, dass Sherry jetzt immer noch mit dem Elektroschocker rumrennt. Gut hinbekommen. Das Cockpit brennt. Hat jemand mal einen Feuerlöscher? Ich glaube, das bringt nicht mehr viel, wenn du da mit dem Feuerlöscher drauf hältst. Seite raus. Nö, weißt du. Komm mal mit. Das ist ein guter neuer Arm, Junge. Willst du einen Pinker? Hast du mit der Spiel gesetzt? Okay, hier. Also ich kann nichts machen, wenn er nicht gerade. Ja. Die Raketen verschießen wir. Ja, genau. Guter Plan. Das ist abgefahren. Sogar für mich. So geht das nicht weiter. Wir müssen die Raketen abschießen. Tu ich doch. Sie haben bloß früh genug das Kleingedruckte gelesen. Wir haben keinen Vertrag unterschrieben. Das ist das Problem. Das war ein mündlicher Vertrag, Jake. Das war dein Fehler. Ist jetzt über uns gelandet? Wir gucken gerade wieder runter. Ja, das schon Licht da nur brennt. Es abzuschießen, das ist weit genug weg von uns. Das hatte ich mir gedacht. Sagen, okay, jetzt gib mir den Fallschirm hinterher. Hey. Mr. Simmons, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, wir haben 50 Millionen Dollar gespart. Ja. Wir sind beide gestorben. Vor allem dieser Blick hinterher, da wurde es nicht besser laufen können. Es hat den eigenen Heli-Arschloch. Gib sie auf den Tanz!
diesmal klappt es. Wir hätten mal wissen, was kommt. Mitkommen! Du, ich rette dir gerade das Leben. Halten Sie sich gut an dem Jake fest. Da kommt nur das rote Blatt an. Vielleicht hätten wir ein bisschen später losschmeißen sollen. Nee. Ich bin wieder marginal besser. Aber diesmal hat Fuchs mehr Feinde besiegt. Alles schön. Sie können jetzt neue Fähigkeiten kaufen. Du und du kannst 8 Sets dir erstellen. Ach, ganz ehrlich, ich muss ja alles wieder gucken und es ist. Du bleibst bei Verteidigung, kritischer Treffer und Befreiungstechnik. Ja. Du könntest Verteidigung erhöhen. Ja. Ja, das ist mein Handy. Da die wichtigen Nachrichten des Tages durch sind,